Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Willkommen heiße euch euer Trendsec bei Trend17TV. Und heute geht's weiter mit einer niegelnagelneuen frischen Folge vom besten Spiel aller Zeiten. Rise of the Tomb Raider. Und wir machen uns auf durch die Eisgefilde hier. Durch die Gletscher. Oh, oh. Kann ich da so runter? Hey! Mal kurz auf unsere schlaue Karte gucken. Ja, wir haben noch eine ganze Ecke vor uns. Alles klar. Ey, das ist aber schön hier. Scheiße, das wird echt kalt. Oh, nee, nicht durchs Wasser, ne? Oh, da hätte ich fast eine Kiste übersehen. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Okay, da wollen wir mal durch das kühle Nass. Oh, Mensch, es tut mir richtig leid, die Frau. Halten und tauchen. So, schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell durch da. Yeah. Und wieder eine Kiste. Ah. Jump. Nee, das geht nicht. Da müssen wir da rüber jumpen bestimmt, ne? Und jump! Jawohl. Vorsichtig, vorsichtig. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Da müssen wir ran, okay. Alle ab! Und hoch mit dir! Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Oh, nee, wir müssen an die Gletscher. Da müssen wir lang. Oh, oh, oh. Oder müssen wir da hinten? Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Da ist schon wieder eine Kiste. Ist das nicht schön? Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Heranzoomen. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Okidoki. Und alle hepp. Jawohl.
Hä? Wo sollen wir jetzt entlang? Ich schätze mal, der Weg müsste doch richtig sein, oder? Ach du Shit. Wollen wir da rüber springen? Ah, lieb! Jawoll! Nicht, dass ich hier irgendwas auf dem Weg übersehe. Oh nee, nicht schon wieder schwimmen. Tauchen. Schnell, 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 schnell. Ich hoffe, hier ist das richtig. Oh! Alter Schwede, das war knapp. Kann ich mich heilen irgendwie? Nicht, dass ich hier auf dem Weg irgendwas übersehe. Sowjetanlage. Oh, wir haben neues Lager. Wie cool ist das denn? Unsere alte Freundin von vorhin. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Weg ist sie. Auf jeden Fall haben wir erstmal unser neues Lager. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. So. Wir können unseren Bogen upgraden. Verstärkte Wurf. Ach so. Das nehmen wir. Klamotten sind gut. Da können wir mit der Kletteraxt können wir auch noch was machen. Oh, das sieht doch gut aus. Und was ist das? Mit Klinge. Geht noch nicht. Das können wir machen. Okay. Ach, wir können das, was rot ist, kann man nicht. Alles klar, da fehlen uns die Teile. Ich würde sagen,
Inventar. Momento. Ich will noch mal ein paar Giftpfeile herstellen. Herstellung. Ach, geht nicht. Normale Pfeile kann man jede Menge herstellen. Ausrüstung. Kann man da auch noch irgendwas upgraden? Nee. Da kann man nichts upgraden. Gut, da haben wir das. Weiter geht's. Wir müssen uns hier bestimmt abseilen. Alle ab. Soll rutschen. Ein Heilungspaket wäre nochmal ganz gut, wenn wir das finden. Ich nehme auf jeden Fall hier nochmal Sträucher mit. Damit wir immer genug Material haben. Ich kann nichts für ihn tun. Na, sie sind doch... Hier liegt ein Toter. Alle Einheiten, neue Infos. Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Oh, das klingt nach Ärger. Hey, hört mich jemand? Wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Oh, shit. Kopf am besten, ne? Den Hals. Der ist weg. Hm, das klingt nach Wölfen. Vorsichtig hier, Gebüsch. Da kann man erstmal looten, den Typen. So was habe ich noch nicht erlebt. Shit! Greift drei bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Mann getroffen! Zack! Hoffentlich sind da nicht noch mehr. Das klingt nach Wölfen. Oh, Flasche. Wenn sie sich nicht duckt, macht das natürlich wenig Sinn. Okay. Da kann man nichts looten.
Oh, hier haben wir wieder eine Kiste. Ah, da lässt sie die Flasche fallen, okay. Ah, hier hoch, okay. Da kommen noch mehr von ihm. Hier mal runter. Kriechen. Kriechen. Oh, schönes Gebüsch. Oh, shit, sind das viele. Geh mal ins Gebüsch rein. Jetzt geh ins Gebüsch. Ja. Die Flasche habe ich nicht mehr, ne? Oh, shit, sind das viele. Oder habe ich den? Nee, den habe ich nicht. Den habe ich nicht getroffen. Fuck. Der ist weg. Der Baum ist immer im Weg da. Ah, geh runter, geh runter. Geh mal hier ins Gebüsch. Shit. Er ist tot. Ausschwärmen. Ist weg. Zum Glück sind die nicht allzu schlau. Na, da kommt er runter, ne? Kommt der runter oder nicht? Ich gehe mal das nächste Gebüsch. Da ist schon wieder eine Flasche. Sehr schön. Kommt der vielleicht gleich mal runter hier? Den haben wir. Die Flaschen sind echt gut als Ablenkung. Der Hubschrauber nervt noch ein bisschen. Haben wir da noch eine von den Flaschen? Nee. Okay, ich schleiche hier mal rüber. Da ist noch eine Flasche. Sehr schön. Der bleibt da oben, so ein Shit. Brauche ich die Lampe? Eigentlich nicht. Da ist Flasche. Ha, das hat geklappt. Ich will den hier mal herlocken. Ins Gebüsch. Hallo, duck dich doch mal. Ah, der kommt nicht. Okay, ich nehme die Lampe. Oh, oh. Jetzt kommt er. Hab dich. Shit.
Ach. So ein Scheiß. Eieieiei, das sind hier in der Alarmbereitschaft. Alarm, wir haben einen Eindringling. Shit. Ist die in Position. Zack. Der lebt noch! Das gibt's doch nicht! So. Ich würde sagen, den haben wir. Halbautomatische Pistole, Teile gefunden. Sehr schön. So, meine Lieben, die Folge ist schon wieder XXXXXL hier geworden. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs freundliche Zuschauen und seid nächstes Mal wieder dabei. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da, wenn es euch genauso gut gefällt wie mir. Also, ich kann gar nicht mehr aufhören hier. Das Spiel ist richtig cool. Ja, bis zum nächsten Mal. Habt eine super schöne Zeit und ciao.